Randale! Randale, Randale, Randale. Ja, wir wurden Randale, in die Luft gejagt von Avenger, Randale, der sich verdrückt hat. Also verdrückt hat er sich nicht, der steht noch hier, aber der hat sich entschuldigt. Er hat sich entschuldigt. Der hat sich nicht verdrückt. Eigentlich ganz lustig. Ey, das, du hast mal beim Witz gelacht und ich musste über den gar nicht lachen. Das ist das ist ein Zeichen. Moment. Fehler in der Matrix. Das ist gar kein Klatschen, das ist was anderes. Ach so. Oh nein. Was? Oh nein. Da kommt mir das Fischrisotto wieder hoch. Hast du Fischrisotto gegessen? Du hast gesagt, die wären voll gut da bei diesem Gourmet. Nee, das war, ich hab jetzt das Chicken, Chicken Wings nebenbei liegen. Genau. Hier fliegen wir, pullen alles rum. Das ist auch so typisch Klischee-Gamer, immer so ein paar Chicken Wings noch am Rechner. Nee, eigentlich nicht, aber ich hatte irgendwie mega Bock drauf. Der Gronkh hat so eine Plauze, der legt sie sich hier auf die Wampe ab, so, weißt du, wie bei das King of Queens. Das war, alter, King of Queens, genau, der neue Ablage. Oder dieses T-Shirt immer schön den Bauch rausgefahren. Ich sehe da immer aus wie der Typ von South Park, der WoW-Zocker, weißt du? Nice. So, was machen wir denn jetzt? Wir fahren die Rampe runter, finde ich. Die Rampe runter? Aber da sterben wir doch alle. Wir müssen den Hügel runter. Guck mal hier. Wir müssen den Weg wieder zurückfahren. Die Rampe runter sind wir sofort tot. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, das lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. UFO-Style wollen wir doch heute machen eigentlich. Aber ich würde sagen, trotzdem, ich würde den Weg runterfahren, weil Rampe runter bist du tot. Aber hier runter ist auch ziemlich nice, muss ich sagen. Aber er hat recht, der Gronkh. Dann fahren wir den Grönkologen mal hinterher. Rampale! Ich weiß doch gar nicht, wo der Weg ist. Ich fahre mal den Ball hinterher. Oh, los geht's. Also mit dem Rennrad ist das super. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Scheiße! Oh, ich hab den Weg gefunden. Komm, wir fahren hier runter, Alter. Ich hab den Weg gefunden. Was geht dieser Weg? Wird kein Wo seid ihr? Alter! Ich bin tot. Steinig und schwer. Boah, ist das krass. Nein! Hilfe! Boah, ich bin auf meinem Rad. Nein, dann stirb ich! Alter, wie geil! Wie geil! Tobi ist tot. Ich bin doch voll im... Aua. Ein Baum, was? Ich bin gegen mein Strom, Fahrrad hängt schief. Okay, ich kann weiter. Los geht's. Ich sitz auf dem Fahrrad, aber ich liege auf dem Boden. Da vorne der Heidi. Boah, Alter, geht das ab. Ey, das hatte ich gerade auch, den Bug. Lustig, so. Jetzt ist so seitwärts. Ich glaube, ich schaff's nach unten. Yuppie! Boah, voll geil. Wie hieß das? Was? Ja, jetzt hier, Rangaie! Ich lebe noch! Boah, ich bin unten! Ich guck mal, was ihr, wo seid ihr denn? Nein, Alter! Ja! Alter, das ist der Oberhammer! Schade! Ich hab mich gerade einfach gegen den Baum gesetzt. Das macht voll Spaß, ey, das macht mega Spaß. Jetzt nochmal hier hoch, komm. Wo ist denn der Rest? Ich müsste euch jetzt gleich sehen. Hab ich mein Fahrrad noch irgendwo? Fuck, die Bäume stören ein bisschen, ne? Mach die mal weg. Nimm mal eine Spitzhacke, mach die mal weg. Kennt noch wer das Spiel Populus? Populus? Natürlich, Alter. Fliegen in der Nase nach Mexiko. Ah, Populus, der Witz musste jetzt kommen. Ja, natürlich. Wer ist das denn da? Das ist der... Hallo, ey, Tobi! Ey, wo seid ihr, Leute? Ich bin woanders lang gefahren. Ich bin gestorben und bin wieder als neuer Mensch auf die Erde gekommen. Also ich bin lebend runtergekommen und stehe jetzt hier bei den Bahnschienen. Und ihr kommt jetzt bald auch hier runter, glaube ich. Ich fahre mal den Tobi Nato hinterher. War ganz kurz verstorben, habe mich kurz in das Turiner Grabtuch gelegt und dann wandelte ich wieder über den Berg. Hallo Gronkh, willkommen zurück auf diesem Planeten. Obwohl, richtig lebend runtergekommen bin ich da ja auch nicht. Der Bro-Code. Heidi! Deine Welt sind die Abflussrohre! Was? Meister Propper. Alter, wie komme ich denn jetzt zu euch? Kommst du jetzt auf Meister Propper? Der Meister Propper eigentlich total ekelhaft. Die Putzkolonne ist zurück. Der Meister Propper ist der berühmteste Skinhead. Der größte. Na gut, aber es stimmt ja. Skinhead ist ja nicht unbedingt rechts. Skinhead ist ja nicht rechts. Ja, das stimmt. Das muss man auch mal deklarieren. Ja. Skinhead ist nicht unbedingt rechts. Ja, wieder deine Bude wie sonst keiner. Oder was rede ich eigentlich da für einen Scheiß wieder? Ich kenne mich nicht so aus mit Skinheads, aber es gibt auf jeden Fall welche. Habe ich einen Doku rüber gesehen, die nämlich das hassen, die rechten Skinheads. Genau. Weil die den wegziehen. Ja. Also das muss man schon sagen. Weil das du sagst, weil er sonst morgen welche vor der Tür stehen hat. Ach Quatsch. Na Tobi. Achso. Und du? Jetzt muss ich ja 10.000 Jahre. Hey, das ist der Walle. Hallo, ich habe leider keinen Gefährten mehr. Jetzt haut der Walle wieder ab. Wenn's der Walle ist. Weißt du, was geil ist? Ich komme zurück, wenn du willst. Marzipan-Schokolade, Hammer. Aber ich krieg 5 Euro. Geil. Habt ihr eigentlich einen Adventskalender oder sowas? Tatsächlich ja, aber einen zugeschickten habe ich dieses Jahr. Was denn? So mit eingepackten Sachen, die sehr lecker sind.
Ey, krass. Man kommt da echt mit dem Fahrrad hoch, ne? So ja. Krass. Ich esse was, ich esse überhaupt nichts. Ach so, hat sich gerade so angehört. Du, jetzt. Das war der Dennis, der hat doch gegessen. Alter, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Ich wollte auf den Zug sprechen. Wollte ich gar nicht. Ja, wir haben doch keine Zeit, Jungs. Wir wollen die Challenge machen. Moment, ich muss mir ganz kurz mit dem Benny mal kurz prügeln. Was? Boah, das war ganz knapp. Das kommt davon. Ey, du Drecksack. Oh, ich glaube, jemand hat dein Fahrrad geklaut, Dennis. Du kleine Fummeltrine. Sari ist eine Fummeltrine. Sari ist eine Fummeltrine. Bitte ein neues Fanfiction. Ja. Ich wünschte, ich hätte mal was zum Fummeln gerade. Bitte was? Oh, nee, keine Brüste hier an mir. Willst du Designer haben? Also schreibt doch mal den Sarazar in die Kommentare, ja. Wenn ihr gerade... Will ich sein. Fummeln, das geht nicht. Was ist mit dem hier? Ja, ich meine jetzt natürlich nicht sexuelles Fummeln, sondern sowas wie zum Beispiel eine Batterie in eine Taschenlampe fummeln. Ja, jetzt kommen wir ganz schnell raus. Boah, hier, ne? Jetzt mir ein bisschen schlecht mit der miesen Ausrede. Alter. Der Walle, der steht halt auf Batteriesäure. Ey, das kann man auch bildlich sehen Mary mit der Batterie Mother, und der Taschenlampe. Ja, wenn du so eine kleine Duracell hast. Ey, fummelt man bei dir was in den Pimmel rein oder was? Alter, was ist bei dir los? In den Mitte was? Oh, Alter, Dennis, das hast du falsch verstanden, glaube ich. Ich will es dir aber nicht erklären. Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Liebes Dr. Sommertin. Euer Hallo, liebes Dr. Sommertin. Hier ist die Heideltraut 14. Ist so Oh, den musst du noch lernen. Nee, ich bin noch, eigentlich bin ich noch Jungfrau. Ich habe ja noch nie eine Frau gesehen. Stimmt, wir haben dich ja das letztens verhökert bei eBay. Aber ja, natürlich. Dreckige Schlampe ist willig. Komm, wir verkaufen den Dennis. Dreckige Transen-Bitch ist willig. Ey, jetzt geht's, jetzt übertreibst du wieder, ne? So jetzt übertreibst du wieder, Sarazar hier. Ich kenn ihn ein bisschen. Ich kenn ihn. Ey, aber schön, dass du zugibst, dass du echt mit meinem... Gmail-Pimmel Spaß hat es. Bitte was? Gmail-Pimmel. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Auf dem Boden der Tatsachen. Gmail. Oh Gott, ich kenne ihn mehr. Du hast gesagt, du kennst mich. Oh Mann. Ich habe mich doch nicht umsonst Heideltraut genannt in dem Spiel. Geil, ey. Also, oder auch nicht. Wir stecken da sein Auto in die Abfahrt. Bitte was? Wer ist das? Jetzt hast du die falsche 16. Wortwahl genommen. Heute wird's ein wenig schlüpfrig. Ey, wir wollten das mit dem UFO machen, Leute. Und jetzt reden wir über G-Mails und... Man soll nicht immer Emma reden in der Öffentlichkeit. Nee, das ist privat. Was der Dennis eigentlich macht, ist privat. Ja. Ach ja. In den Helikopter schon wieder. Ach, Curry, natürlich. Um es klarzustellen, das also war ein Witz. Natürlich jetzt hier für die Leute. Ja, das war ein Witz, ja. Genau. Man redet eigentlich nicht. Nein, Nein. Das muss man kurz dazu sagen, weil man denkt... Das muss man dazu sagen, dass das ein Gmail ist? Was ist los? Wer das denkt, der wird sowieso eingewiesen. Ich mein's nur gut mit dir. Oh. Ich hab's nur gut mit dir gemeint. Ich wollte eigentlich nur den Heli einsteigen. Es gibt immer Leute. Irgendwie meint man es total ironisch. Und da kommen trotzdem 5 Kommentare, die sagen dann, Alter, ist das wirklich so und so? Dennis. Ist der Dennis wirklich ein Schiemel? Das wollte ich ja. Sei froh. Und dafür bringst du mich um? Ich wollte eigentlich nur den Heli einsteigen. Ja. Jetzt wurde ich von 3 Leuten weggebombt. Ja, erledigt. Ja, ich gerade aus dem Maul gekriegt hat einfach. Ist sehr schön. Sarazar, der bezahlt die Leute eigentlich alle. Die sitzen eigentlich bei dem alle in so einem Raum. Ach cool, ja? Danke. Dann drückt er auf so einen Knopf und dann geht so ein Bildschirm also, an, Heideltraut. UFO schauen. Curry, was gehst du schauen? UFO schauen, UFO-Filme, Alien und so, kennst du? UFO-Schill, Alien. Nee, wir brauchen sowieso erstmal U-Boote da drüben. Das heißt, wir brauchen erstmal Cargo-Bobs, die U-Boote da hinbringen und wir brauchen mehrere. Das heißt, wir brauchen keine Cargo-Bobs. Ach so, meinst du, aber das dauert doch lange dahin zu tuckern, ja, aber das, oder? Curry, Alter, kannst du ein bisschen lauter drehen? Sorry. Das U-Boot spawnt direkt in der Nähe. Okay, bist dann du gerade... Dann warte mal, ich will mitfliegen. Curry, bist du gerade im Helikopter? Wer fliegt denn gerade? Curry, kannst du mich abholen? Den. Hallo? Der Benny ja, fliegt. Genau. Benny, hol mich mal ab, bitte. Genau, dann setz dem doch mal ein Zeichen, wo wir das U-Boot finden. Ach so, ich wollte dich jetzt nicht rausschmeißen, ne? Nee, ich bin ausgestiegen. Ach so, okay, dann ist ja gut. Aber nicht wegen mir. Dann steige ich gleich wieder aus. Der Heli ist eh voll. Der Curry hat im Sinn, dass er fliegen kann, ne?
Jawohl. Ist der Eli jetzt voll? Ja, richtig fertig mit dem Motorrad umgekehrt. Ich glaube, der Heli kann aus Versehen ohne Curry fliegen, der den Flieger holt. Ja, der Benny weiß ja, wo die U-Boote sind. Ja, ganz ja, aber du musst ja auch mitkommen. Da müssen wir zwei Touren fliegen, ey. Kann ich immer noch einen Heli organisieren? Ja, dann... Ich kann euch eigentlich wäre ein Cargo Bob eigentlich das Beste, weil der also Cargo Bob ist, da passen ganz viele rein. Zeit haten, ne? Wir sind ja kollegiale Freunde und schauen zum Beispiel immer, dass jeder fast alles miterleben kann. Ey! Abgesehen von den Ausnahmen. Ich parke hier gerade mal ein. Ey! Du sitzt doch im Helikopter. Das war eine Anspielung auf vor zwei Folgen. Ach so. Ich parke hier gerade mal ein. Ich dachte, ach, du isst gerade wieder ein Chicken Wing. Eine Pommes. Eine Pommes mit einer Wurst. Das gibt's nur bei Currywurst. Warum machst du nicht das eigentlich mal als so ein Kanalintro, Curry? Genau. Meine Versicherung ruft mich an. Was? Guten Tag, Herr Sarazar. Sie haben schlechte Witze gemacht. Oh, ich muss meine Fahrzeuge mal wieder zurückholen. Was machst du da, Tobi? Hast du den Helikopter endlich landet? Ja, der braucht immer ein bisschen. Naja. Wo ist der denn? Der ist ganz oben, ganz oben. Ich sehe den gar nicht, hä? Natürlich. Ja, nur mit der Sniper. Free road, take me home to the place where I belong. West Virginia. Achso. Los Santos. Er wollte eine neue Version schaffen, also Remix. Remix! Remix, bitch! Yo, was geht? Wie schön hier den Wuchs? Bei Onkel Fritz. Country Hood. Ah, ich sitz drin, ist das gemütlich hier, Tobi? Hör mal. Tobi, flieg mal bitte. Verzweiflungslieder. Dann flieg ich. Ne? Fangst jetzt wieder verpiss mit dem dich, das ist mein Helikopter, so schieße dich ab. Ja, weil es so lange dauert gerade. Alter. Ja, Tobi, warte. Die Songs der Verzweiflung. Warte mal ganz kurz, Tobi. Songs auf Verzweiflung. Out now, Doppel-CD. So, rein da. Ja, ey, Tobi. Wie unnötig. Ganz sehr unnötig. Dennis, kennst du das Gefühl? Kennst du das Gefühl, Dennis? Du wolltest gerade das gleiche tun, du kleiner Penner. Nein. Mhm. Hol mich mal ab, Tobi. Geil. Hey, hier wohnt doch Ursula, die scharfe Schnecke. Ach, die hat auch was mit Aliens zu tun, das erklärt einiges. Hier, Tobi, hier drüben. Ja, aber wirklich. Da muss jemand rausfliegen. Der Heli ist voll. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ja, ich Trevor und sie da gemacht haben. Aber die von der Leyen wohnt da. Noch eine Rechnung mit jemandem offen. Lass die bloß nicht von der Leine, Trevor. Nee. Oh, Gott. Wie ich den Witz schon vor 10 Folgen gemacht habe. Currywurst, ja. Weißt du, wo wir auf der Karte sind? Ja, warte, ich guck mal. Also, vor 20. Wir sind da bei dem Leuchtturm. Ich dachte, ja, ihr seid eigentlich fast genau richtig. Dennis? Ja, ja. Hier, die Bucht, die hier ist. Darf ich dir deine Rides an deinen Witzen abkaufen? In dieser Bucht. Wie viel Geld denn? 2 Euro. Bei 50. Okay, warte, nein, ich gebe dir 2 Euro. Ja, aber du kriegst von mir noch eine für 50 Cent eine Tüte gemischtes. Bei mir wurde schon mal aber mit Lakritz. Okay, ein und laber nicht. Magst du Lakritz? Ey, Tobi, ey, pass mal auf. Ja, Lakritz ist lecker. Ich mag Lakritz auch, ey. Mögt ihr Lakritz? Nee, überhaupt nicht. Ja, es gibt echt viele, die mögen das gar nicht. Niemand mag Lakritze. Ich finde das so eine Ursüßigkeit irgendwie. Ich mag das. Weißt eine du? Ursüßigkeit? Ja, was ist das denn? So mit Bart Swatch, oder was? Von Swatch oder ja, weil was? Lakritze. Ice Watch, bitte jetzt mit Oh Lakritze. Mein Gott. Flickflack, Alter. Flickflack. Ich bin Flack. Wir zeigen euch, wie schwer es ist. Wir haben eins gefunden. Nee. Also das Ding ist, was ich meine, super. Ist einfach, weil die so alt ist, die Süßigkeit. Du machst dir da Sachen Gedanken. Ja, weil das so eine ist, die haben die auch schon vor 100 Jahren gegessen, die Leute. Da warst du dabei, ne? Nein! Was machst du Vollnase? Ja, ich hol das U-Boot, du Vollnase. Ja, du musst da nicht vorher rausspringen. Ja, was du Kanarienvogel. Was denn sonst? Der Sarazar hat immer Beleidigungen, ne? Da kann nur einer rein. Nur einer. Kanarienvogel. Ja, deswegen muss er wieder... Ich dachte, das ist ein Zweisitzer. Tobi, warum sagen, du kleine Mistgeburt, fick dich! Ey, Drecksack! Erich. Du musst mit Walle. Du kannst nicht mitfahren, Alter. Warum? Weil du musst das Ding weit genug wegfahren. Ist. Wenn du weit genug wegfährst, brauchst du neu. Ja. Okay, ich hau ab. Wenn ich was sehen würde, hier, da. Ich wollte mit dir fahren. Ich wollte fahren in die Weiten hinaus. Jetzt weiß ich, warum du so früh rausgesprungen bist, damit du als gieriger Mart dein U-Boot schnell holen kannst. Nee, ich dachte, das wäre ein Zweisitzer tatsächlich. Exklusiv Content auf Gronks Kanal. Ja, geil. U-Boot hat ja noch niemand gesehen bei GTA. Alter. Die Frage ist, wie kommt man hier aus der Bucht raus, sag mal? Fahren. Oh, der war gut. So, wen hole ich denn jetzt noch ab? Ne, Benny, ne. Ne, nee, Benny, nein! Also ich mach's besser nicht, weil dann ist der Helikopter gleich im Arsch. Wieso lach ich da jetzt? Hier. Ja, weil du dich damit identifizieren kannst.
Bobby, kannst du das Ding landen? Mit deinem Arsch ja, kann ich mich identifizieren. Nee, mit dem Helikopter zerstören. Wetten, der springt raus. Wetten, der Tobi springt raus. Wir sollen weggehen, wir sagt der Avenger, aber damit ist neu spawn, Freunde. Ja, hier, schon, hier ist schon neues. Hier ist schon neues. Ach, geil. Ach, da unten. Dann schnappst du dir, Curry, du alter Fuchs. Nee, nimm du erstmal. Oh. Okay, dann schnapp ich mir. Vielleicht komm ich eher raus. Der Sarazza fährt gern U-Bahn, la. Ich bin noch nie U-Boot gefahren. U-Boot. 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 Oberirdisches Boot. Roboto. Ah, das geht gerade. Roboto. Da bin ich ja mal gespannt. So, ich weiß noch, wie aufgeregt der Gronkh war bei der U-Boot-Mission geht, ja, und da, oh, wir verkacken bestimmt und ich so, du nee, recht, Alter, du schaffst das. Zu Recht war ich da aufgeregt. Gronkh, du bist gut, du schaffst das. Ja, ich muss ihm das jetzt da einreden. Versuch's doch einfach nochmal. Also nicht im Let's Play, aber in echt. Ja, guck mal, jetzt fährt der Walle los hier. Ach, ey, du was Bimbam. Ist das denn? Wie kann ich denn die Perspektive wechseln? Das ist ja eine Katastrophe. Aber ja, ich finde beim U-Boot das Problem, es ruckelt dermaßen. Wie gebe ich Gas zur Hölle? Wie wird die Steuerung erklärt? Alter! Ah, okay, ich hab... Machst du denn da, Tobi? Ja, warte. Hey, der Benny ist das, hey. Boah, das ist voll geil. Ja, Benny, du kannst auf jeden Fall landen. Was denn? Ist mal ein schönes Foto schießen hier, dass ich mal im U-Boot war. Fahr mal lieber mit dem U-Boot. Ich komm hier nicht weg. Verdammt. Ich komm hier einfach nicht weg aus dieser komischen Bucht. Also eigentlich ist es jetzt nicht so schwer, oder? Ah, ich muss hier aber aus der Küste raus. Ich hab einfach den falschen Weg genommen, glaube ich. Ich glaube, ihr müsst auch noch ein bisschen zurück, sonst spawnt da keins. Oh. Dennis. Benny, du schwimmst bei mir gerade in die Luft. Oh. Oder auch nicht. Dann siehst du aber die Klippen nicht da unten. Ja, das ist echt ein Problem. Leider ein bisschen tricky. Alter, oh, vor allen Dingen, die Xbox geht immer so in die Knie, wenn man... Och, Alter. Alter, bei mir läuft alles flüssig. Da ist aber neues gespawnt. Ernsthaft. Immer wenn ihr aber ruckelt... Ah, nee, jetzt ruckelt's. Ich hätte besser nichts sagen sollen. Siehste? Da ist aber neu. Oder nee? Ja, aber wenn es gerade geruckelt hat, hat es geruckelt. Ja, ganz kurz aber nur. Ja, ja, klar. Zwischendurch halt immer mal. Danke, Alter, man kann so geile Jumps aus den Wellen machen mit dem U-Boot. Das ist der Obershit. Yeah! Benny, oh, schieß drauf! Du Gas! Willst Alter, du das wirklich machen? Wie geil! Fahr mal ein Ach, Schale geht nicht. Oh. Erich? Ja? Erik? Oui, oui, s'il vous plaît! Du musst mal die Taste Vollgas drücken und dann unter Wasser kurz tauchen. Und dann direkt Vollgas Alter. Und nach hinten. Was ist denn hier wieder los? Hä? Was los, Benny? Dann springst du so aus dem Meer raus. Ich bin auf Grund gelaufen. Was? Oh. Wenn du das gegen eine Welle machst, gehst du richtig hoch. Das war jetzt Verschwendung. Ja, jetzt klappt leider nicht so. Ich glaube, ich komme jetzt zum Pier. Da, in die Welle müsste ich rein. Uha, was ist das denn? Hier ist irgendwie eine Algenbank oder sowas. Das ist ja cool. Kannst du mir einen Fünfer mitbringen? Ein ganz dezentes Lachen. Komm ich da durch? Ja, ich komme da durch. Wo bin ich? Ich glaube, jenseits. Wir müssen erst einmal kurz wegfliegen, okay. Glaube ich. Im Jenseits, Gronkh. Ey, also ich bin jetzt, glaube ich, weit genug weg. Ich sehe schon die Küste fast nicht mehr. Das erinnert mich so ein bisschen an die Küste von Koh Phangan, wenn man von Koh Samui darüber fährt. An der Küste von Koh Phangan, wo Walle tanzt. Oh, oh. Hey, da fliegen sie ja. Das stimmt sogar, ey, für Moon Party, Alter. Sari. Ey, was? Eine der besten OPs. Pariser. Wenn ihr mal was erleben wollt, fahrt nach Thailand. Wenn ihr in jungen Jahren vor allem mal was erleben wollt, super. Genau, da könnt ihr auch immer schön Darm kennenlernen für ein paar Euros. Ach, Darm. Da könnt ihr Darm kennenlernen. Ja, das für kannst paar du auch. Darmstadt könnt ihr da kennenlernen. Oh, Alter, wie ruckelig. Viele lustige andere Leute kennenlernen. Du musst oh ja, das stimmt. Geld. Internet, also das international ist, vor allen Dingen. Das ist immer auch ein Klischee ein bisschen. Natürlich gibt es in Thailand viel Prostitution und so, aber man kann auch voll die geilen Landschaften erkunden und überhaupt noch ein Dingens können. Ja, wir müssen ein bisschen weggehen, sonst spawnt er nicht. Ah, warte. Wenn man hier spawnt, irgendwie gar kein U-Boot mehr, ne? Ja, wir müssen weggehen. Warum? Ja, damit ist ein neues spawnt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so spektakulär ist. Nee, wir müssen aber trotzdem, das gehört halt dazu. Ja, das ist ja die Vorbereitung. Tobi, das ist aber nicht, dass du durchrutscht. Und machen damit ist ja eine wahre Lady. Hat deine Mutter auch letztens zu mir gesagt. Warum bist du, Erich? Ich bin leider zwischen die Inseln gefahren und musste gerade ein bisschen manövrieren, damit ich hier wieder rauskomme. Der Gronkh fährt zwischen den Inseln. Ich will an die Nordspitze. An der Nord. Rubinator hat einen Gangangriff gestartet. Warum? Hey, ich sitze doch mit euch im Heli. Steht da aber. Lol. Tobi will Krieg. Ja, der Tobi ist aggressiver geworden, auf jeden Fall. Ja, das ja. Das sagt man auch schon im Kindergarten in der Krabbelgruppe. Seit der mit Gronkh Starbound zockt, ey. Ich raste auch gleich aus hier. Nimmt der... Der Tobi reißt sich gleich das Eintracht Frankfurt-Trikot von dem Körper. Tobi, bau dem Gronkh bitte mal von mir so eine ganz gemeine Falle in Starbound. Ja, ich hab mir das schon ein paar Sachen überlegt. Schöne Grüße, ja? Das würden wir nie tun. Schöne Grüße. Gibt's da TNT oder sowas? Schöne Grüße von Sarazza, die Waffe von ihm. Da muss er, sagt er auch, das hat der Sarazza gesagt, das war ein Geschäftsbefehl. Das muss entlassen.
Ein Geschäftsbefehl. Oh, der feine Herr. Oh. Ich musste das natürlich jetzt noch ein bisschen übertriebener ausdrücken. Natürlich. Wollen wir mal lieber zum Berg fliegen? Ich glaube, nee, aber das beschützt, dich, ja. Das beschützt dich vor einer Strafe von Gronkh. Weißt du, dann kann er nicht sagen, ja, ey, was machst du da, Tobi? Sondern sagt, ey, der Sarazar hat das gesagt. Das beschützt dich ein Scheiß. Ich Doch, auf jeden Fall. Die 10 Minuten später, doch. Ich gebe dir schnell ein Sample. Das hat der Tobi nicht extra gemacht. Das war ein Befehl. So, jetzt aber genug verzweifelte Witze wieder, ey. Ja, aber echt, wo bin ich denn hier? Ich bin hier irgendwo. Ey, wer ist da hinter mir? Der 616. Cool. Ja, irgendwie kommt kein U-Boot mehr. Nee. We all live in sagen, ich will jetzt nicht wieder der Spielverderber sein, aber ich bin's ja eh schon. Also die Folge war ziemlich, cool. Die war cool mit dem... Da, jetzt ist eins da. Also ich find's... Also hier kommen auch schon weitere. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt und melden uns dann mit U-Booten zurück. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja. Findet ihr okay, ne? Ja, seid ihr down mit, Freunde, dann düse ich, da bin ich vollkommen klein, down. Kleinen Vögel. Da bin ich d'accord mit dir, Mission. Gronkh ist ein kleiner... Dicher. Liebhaber. Ein kleiner Liebhaber, Alter. Das willst du doch nicht sein, oder? Wir sehen uns unter Wasser. Ich habe auch ein U-Boot. Ja, wir sehen uns wieder. Boot, ne? In der nächsten Episode. Next Episode. Next Episode. Next. So, jetzt aber ihr Abmoderation. Tschö. Beep. 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 Boop. Beep. Boop. Beep. Boop. Boop. Bis zur nächsten Folge.